bevorstehende Heirat mit einer Kastenlosen beweist seinen Willen zur Veränderung. Kein Zwerg ist ohne Wert, soll er gesagt haben. Tut mir leid, kann nicht reden. Ein Ausrufer ist immer im Dienst. Ich hoffe, ihr werdet Lord Harrimond unterstützen. Aktuelle Nachrichten. Die Unterstützung von Lord Belen erfolgt auf eigene Gefahr. Stimmt es, dass an der Oberfläche auch Bürgerkrieg herrscht? Seid ihr der graue Wächter, von dem alle sprechen? Das Sozialgefälle tritt stets rasch zutage, wo immer man auch hinkommt. Ihr kommt in einer schwierigen Zeit. Orsama leidet und braucht einen König. Morgen sind es genau 2 Jahre. Bei den verdammten heiligen Ahnen, wie könnt ihr Kerle das einfach ignorieren? Branka ist nicht allein gegangen, Orkren. Sie hat das ganze Haus mitgenommen. Alle außer euch. Also verschwindet einfach in die Schenke und betrinkt euch bis zur Besinnungslosigkeit. Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass es immer so endet. Glaubt ihr, ich habe Angst vor irgend so einem Frischling, der gerade erst entwöhnt ist? Ich werde... Wenn ihr eine Waffe zieht oder auch nur einen einzigen Bürger Orsamas angreift, werdet ihr aus eurer Kaste ausgestoßen und verbannt. Das könnt selbst ihr nicht vergessen haben. Verschwindet hier, bevor ich eine Wache rufe. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Hier geht es zweifellos zu den tiefen Wegen, dem alten Gangsystem, das einst die Königreiche der Zwerge miteinander verband. Es tut mir leid, aber ich kann euch die Front nicht ohne Genehmigung eines Dash hier passieren lassen. Und ich habe auch nichts von neuen Patrouillen gehört, die heute aufbrechen sollen. In die tiefen Wege? Nicht ohne die Verstärkung durch eine komplette Soldateneinheit. Oder die Genehmigung eines Deshir, es allein zu wagen. Orsama kann es sich nicht leisten, Bürger oder Ehrengäste bei Besichtigungen der tiefen Wege zu verlieren. Ja, in eurem Interesse wünsche ich euch, dass ihr nie mehr herkommen müsst. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Aber da draußen gibt es noch mehr davon. Ich habe Gerüchte gehört, dass ein bestimmter Weinhändler mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich bezahle meine Ausgaben. Was ist mit den Ausgaben, die eure Freundin Javia hat, wenn sie euch beschützt? Es ist nicht leicht, für Ruhe zu sorgen. Wie leicht könnte jemand beschließen, alles in eurem Geschäft in Brand zu stecken? Mein Geschäft? Bitte, ich habe nicht viel. Der Umsatz ist gering. Die Leute haben Angst. Sagt Javia, sie bekommt ihr Geld. Ich... Javia, reichen eure Versprechungen nicht, alter Mann. Lasst uns reingehen und nachsehen, was ihr vor uns verbergt. Das ist alles, was ich derzeit habe. Ich hätte mehr, wenn ich etwas verkaufen würde.
Na sowas. Wir haben Besuch bekommen. Eine Freundin von euch? Gibt es hier ein Problem, guter Mann? Bedrohen euch diese Männer? Bitte mischt euch hier nicht ein. Ihr wisst ja nicht, wie diese Leute sind. Dann werde ich uns einmal vorstellen. Es sind gefährliche Zeiten hier in Orsamar, Fremde. Zum Glück bietet Javia aus Mitleid Schutz vor dem Chaos an. Ihr tragt da einige wertvolle Sachen, die euch zum Ziel von Schurken machen können. Wenn ihr von der Charta eine Garantie für eure Sicherheit wollt, kostet euch das lediglich 10 Gold Sovereigns. Andernfalls weiß ich nicht, was geschieht. Keine? Hey, ihr seid die Staubfresserin, die Berat umgelegt hat. Javia sucht euch und will sich bestimmt persönlich um euch kümmern. Genießt eure letzte Nacht, Staubfresserin! Mögen die Ahnen euch für die Rettung meines armseligen Ladens segnen. Wie kann ich mich dankbar zeigen? Sie ist ein Monster. So einfach ist das. Die Charta hat früher nur eigene Leute ausgeraubt. Aber seit Javia da ist, wagen sie sich sogar in die Oberstadt. Wer immer den Thron besteigt, sollte dieses ganze Nest ausrotten. Die Charta ist schlimmer als ein Rudel Höhlenratten. Ich gebe euch alles zum geringsten Preis, den ich verantworten kann. Haben Sie wohl mit dem ganzen Fels gemacht? Ihr seid zurück? Aber die Reise zum Turm des Zirkels dauert mindestens 2 Wochen und 4 Tage. Wie komme ich nur darauf, dass die Routenplanung zum Turm des Zirkels zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt? Ihr seid vermutlich noch nicht abgereist. Ich habe 19 Jahre gewartet. Da bringt mich noch ein Monat auch nicht um. Ich kümmere mich darum. Willkommen in der Rüstungsschmiede der Familie Jaina. Ich nehme an, ihr habt eine Genehmigung, um das alles tragen zu dürfen. Natürlich. Vergesst nicht, wir tauschen auch. Atrastvala, seid ihr wegen einer Rüstung oder zum Gespräch hier? Ja, schon seit 100 Generationen. Mein Vater ist berühmt. Er hat eine Schenkeldecke erfunden, die bereits in den Kyras eingearbeitet ist.
Aber, eurer Miene nach zu urteilen, seid ihr selbst kein Schmied. Aus der Politik halte ich mich raus. Ein Schmied sollte nicht bei denen auffallen, die die Gewerbescheine ausstellen. Lord Harrowmont ist ein aufrechter Mann. Mein Vater hat schon Geschäfte mit ihm gemacht und er hat immer pünktlich bezahlt. Aber die Edukins haben uns gut gedient. Wenn die Ahnen sie auf dem Thron haben möchten, kann ich dagegen nichts einwenden. Ja, hat sie euch belästigt? Sobald sie den Gestank der Oberfläche riecht, lässt sie nicht mehr locker. Wie eine Klette. Gut, aber sagt mir Bescheid, sobald sie euch irgendwie stört. Ihr seid jederzeit wieder willkommen. Und viel Geld braucht ihr ebenfalls nicht. Wir tauschen nämlich auch. Aber selbstverständlich. Legt die Waffen nieder, Markling, bevor ihr in einer Zelle endet. Mein Sohn, denn er ist verloren in der Dunkelheit. Mütter, beschützt ihn, denn ihr wisst, was Trauer... Verzeihung, ein kleines Opfer für die Ahnen? Ich kann zur Seite gehen, ich habe nicht viel zu überbringen. Mein Name ist Filda, Witwe von Tyrak aus der Schmiedekaste. Ich bete hier jeden Tag für meinen Sohn Ruck. Wenn ich nur wüsste, ob ich für seine sichere Rückkehr beten soll oder darum, dass die Ahnen seine Seele bei sich aufnehmen. Es war vor 5 Jahren. Er war noch ein Jüngling. Er gehörte zu einer Patrouille in die tiefen Wege. Der einzige Schmied, der die Krieger begleitete, um ihre Waffen zu reparieren. Er war so stolz. Aber irgendwie wurden sie getrennt. Bei ihrer Rückkehr... war er nicht mehr unter ihnen? Wie? Dazu müsstet ihr ja selbst in die tiefen Wege vordringen. Ein Wächter! Dann könnt ihr es schaffen. Nur Wächter stellen sich den tiefen Wegen ohne Begleitung. Oh, danke. Die Ahnen haben meine Gebete endlich erhört. Nicht zu hoffnungsfroh. Wir können Jahrzehnte in den tiefen Wegen verbringen, ohne auf den Jungen zu treffen. Bitte, kommt nach eurer Rückkehr direkt zu mir. Was riecht da so? Erbrochenes vom Zwerg? Allerliebst. Der Erbauer segne euch, Schwester. Der Erbauer hat diese Welt und jede Kreatur darin erschaffen. Meiner Erfahrung nach sind fromme Leute unverbesserliche Lügner. Er hat zwar eine Menschenfrau als Prophetin und Braut auserkoren, aber er liebt alle Rassen, sogar Elfen. Ich bin Bruder Burkel von der Kirche Radcliffe, zurückgekehrt ins Land meiner Vorfahren, um den Gesang des Lichts zu verbreiten. Selbst in den Eingeweiden der Erde verfolgt uns dieser Gesang noch. Und das ist überaus erfreulich, gute Schwester. Ich beantrage die Gründung einer Kirche in Orsamar. Schon gut. Der Bewahrer der Erinnerungen hat mich bisher abgewiesen. Ich dachte, vielleicht mit einem Fürsprecher. Nun... sagt es mir, wenn ihr eure Meinung ändert.